Hallo, hallo, mein Liebens hier und willkommen zum Webinar. Da kommen noch ein paar Leute rein. Für die, die mich noch nicht kennen, Wim aus Belgien, 30 Kilometer ungefähr entfernt von Brüssel, Südwesten. Freut mich, dass ihr alle wieder da seid. So viele Leute und das freut mich natürlich sehr. Das System kennen die meisten schon. Webinar wird auch alles aufgezeichnet. Finden Sie auch mit alle anderen Webinare auf meinem YouTube-Kanal. Ich schätze normal heute Abend. Anders wird es Samstag oder Sonntag sein. Und wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie nur auf mich zu. Meine Website, MyTradeClass. Wenn Sie Fragen haben über Webinar, Ausbildungen und so weiter, kommen Sie nur auf mich zu. Während die Webinare rede ich nicht darüber. Es ist Ihre Zeit und ich hoffe natürlich immer, Sie bekommen etwas mit, was Sie nützen. Heute ist es Praxis, und das mache ich natürlich am liebsten. Und ja, wir treten mal ein bisschen zusammen. Ja, ich zeige euch verschiedene Sachen. Wenn Sie da Fragen haben, bitte kommen Sie auf mich zu, stellen Sie Ihre Fragen während das Webinar. Ich versuche natürlich so gut wie möglich darauf zu antworten. Ja, so sehr kurz wie immer und muss ich natürlich immer aber ich finde es auch sehr wichtig darüber zu reden. Wenn wir traden natürlich oder wenn wir handeln, handeln wir oft mit Instrumente, worauf wir natürlich mit Hebel handeln. Und das bedeutet, dass wir mit Positionen handeln können, die wesentlich größer sind dann das Konto. Und das, ja, da gibt es natürlich verschiedene Risikos, die man kennen muss. Wenn Sie da überhaupt Fragen haben, und ich meine das ernsthaft, kommen Sie auf mich zu. Sie haben heute in alle Trading-Plattformen haben Sie die Möglichkeit, mit Demokontos erst zu probieren, zu üben. Bitte tun Sie das, um die Zahlen, die Risikos kennenzulernen. Was Sie auch wissen müssen, dass ich bin eigentlich nur ein Schulungsanbieter. Sie wissen natürlich auch, dass ich Trader bin. Habt ihr schon oft gesehen, habe schon tausende Stunden live gehandelt. Aber ich finde es wichtig, dass Sie wissen, dass ich nicht versuche, Sie weiterzuleiten an einen oder anderen Broker. Sie werden heute sehen, das sind drei Trading-Plattformen, die ich euch zeige. Ich habe auch Studenten auf viele andere Trading-Plattformen noch. Das ist es nicht. Und was ich, pardon, absolut auch nicht tue, nie gemacht habe, auch in die Zukunft nie tun werde, ist zum Beispiel auf die Transaktionen, die Handelstransaktionen etwas zu verdienen, weil ich sehe nicht, wie so etwas überhaupt machbar ist, warum so etwas überhaupt erlaubt ist, weil ich muss die Leute eigentlich immer sagen, trade weniger und aber darüber heute mehr. Was die meisten natürlich schon wissen, ist, dass ich das alles aufgeschrieben habe in meine Kurse und nochmals darüber gehen Sie auf meine Website. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass ich eigentlich nur Preisbewegungen handle. Preis auch in Kombination natürlich mit Volumen. Aber da ist unheimlich viel Information in Preis- und Volumenbewegungen. Und einmal, dass man das verstanden hat, dann wird es einfach, wird es nie. Aber es wird ein bisschen deutlicher, ja. Und
Ich habe nichts gegen Indikatoren und Tools und so weiter. Da sind sehr schöne Sachen dabei, sind oft auch sehr visuell. Heute werdet ihr auch sehen, ich benutze auch solche visuelle Hilfsmittel. Da ist nichts verkehrt damit. Aber man muss verstehen natürlich, dass das Erste, diese Preisanalyse, wie Profis sich einen Markt anschauen und wie sie an die Sache herangehen, das kann man lernen, das kann man sehen. Und dafür braucht man keine Tools. Ja, da sind ein paar Sachen sehr einfach, die man eigentlich fast auf alle Plattformen findet. Ja, sehr wichtig. Ich mache das vor heute. Ich zeige euch das. Wenig Theorie heute. Noch etwas, das wichtig ist, ich gehe sehr schnell durch hier. Das sind diese Trend- und Seitwärtskanäle erkennen. Darauf komme ich auch noch. Und dann natürlich dieses, das kennen Sie schon wahrscheinlich. Ich handle, wenn es um Daytrading geht. Damit meine ich eigentlich alles unter 15 Minuten. Also mal sagen Sie, Sie handeln mit Kerzen von 5 Minuten. Dann denke ich, dass Bewegungskerzen besser sind. Wenn Sie Forex-Händler sind und Sie handeln gerne mit 60 Minuten, dann würde ich das wahrscheinlich an eurer Stelle auch so machen. Aber kurzfristigen Handel, Daytrading, Bewegungskerzen. Ihr kennt das wahrscheinlich, absolute Spannekerzen, Renko-Kerzen. Okay. Und natürlich WL-Bars. Ja. Gut. Ton ist noch immer okay. Ja, sehe hier, dass das normal funktionieren soll. Bewegungskerzen. Nur Bewegung wird angezeigt. Das bedeutet, wenn der Markt sich viel bewegt, haben wir viele Kerzen. Wenn der Markt wenig bewegt, wenig Kerzen. Sehr wichtig. Natürlich kann man diese Kerzen auch benutzen, weil die alle die gleiche Größe haben, um genauer, präziser einzusteigen. Und in das Money Management, CFV und so weiter sind auch wesentlich besser. Darüber habe ich schon oft gesprochen. Ja, dafür gibt es verschiedene Videos schon über diese Kerzen, auch über die Strategien. Ganz viele Setups habe ich schon gezeigt, natürlich nicht alle, aber heute versuche ich die Strategien zu zeigen. Ja, ganz einfach, paar. Ich weiß natürlich nicht, was kommt, aber ich versuche es ganz einfach mal vorzumachen. Hier, das ist eigentlich ein Slide, das war etwas, das ich oft zeige. Sehr wichtig erkennen, wann soll man handeln, wann soll man nicht handeln, ist ein Trend da, ist kein Trend da, nicht gegen diesen Trend handeln und so weiter. Das ist eine. Nicht einsteigen in die Gegend von Unterstützung und Widerstandsniveaus. Zu spät einsteigen, ja? Fear of missing out oder zu oft einsteigen und natürlich zocken, aber das sehe ich weniger. Aber ich würde mal sagen, die vier erste Punkte hier sehe ich oft. Ja. Und dagegen, ja, das versuchen wir zu lösen und ich hoffe, heute in das Live-Trading bekommen Sie etwas davon mit. So, hier, das geht weg. Ich habe eigentlich zwei Plattformen, um echt zu handeln. Das ist hier in Schwarz, sehen Sie, das ist Ninja Trader. Habe ich Öl mal reingebracht. Hier in Weiß sehen Sie Nano Trader. Ja, hier. Und um mal zu zeigen, dass es das Ganze auch gibt in MT4, MT5. Habe ich das auch mal hier. Signale habe ich nicht geblendet, aber hier habe ich sehr viele Studenten, die handeln hier mit Forex oder mit Aktien, CFDs auf Aktien, mit, ich würde mal sagen, genau die gleiche Technik, die ich euch heute zeige. Manchmal mit Bewegungskerzen, manchmal mit 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten Charts. Das bedeutet, diese Sachen, die ich euch jetzt zeige,
Dafür braucht man keine außergewöhnliche Tools. Da gibt es natürlich Tools dafür und wenn Sie daran Interesse haben, gerne. Es sind auch viele Leute, die es schon benutzen. Aber ohne Tools geht es auch. Ja, Sie haben vielleicht schon selbst Tools und die können Sie dann benutzen. Gut, was steht hier? Links unten 30 Minuten und dann habe ich zwei Charts mit Bewegungskerzen. Ja. Lass uns mal links unten beginnen hier. Das ist S&P 500. Was Sie hier sehen, diese schwarzen Niveaus, das ist das Vortageshoch und Vortagestief. Warum? Das sind natürlich sehr wichtige Unterstützung- und Widerstandsniveaus. Und ich will wissen, wo bin ich? Wo bin ich jetzt? Ja. Pivot-Niveaus habe ich auch drin. Warum? Die sind wichtig, weil Pivot-Level sind für alle Zeiteinheiten ähnlich. Das bedeutet, wenn ihr Trader seid, auf 3 Minuten, 15 Minuten, 60 Minuten, diese Niveaus sind identisch. Nie wie zum Beispiel Fibonacci-Niveaus. Okay? Die habe ich auch. Und dann seht ihr diese blaue Zonen. Das ist Volume Profile. Das deutet eigentlich an, wo hat sich das meiste Volumen getradet. Und ein Preis ist desto wichtiger, desto mehr Volumen da getradet wird im Preis. Und das sind natürlich für mich sehr interessante Punkte. Warum? Weil der Markt geht oft zurück da und dann geht er wieder weg. Das ist sehr verständlich, um dann zu sehen, zwischen welchen Niveaus handelt der Preis jetzt. Ja. Und ich zeige es euch mal hier, versuche hier mal etwas reinzuzeichnen. Das wird schon gehen hier. Ihr seht hier, das war gestern. Da, das ist die Value Area. Da war 70% von Volumen gestern, 70. Und hier war am meisten Volumen. Seht ihr das? Das war hier am meisten. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute Morgen habe ich diese Bewegung nach oben gehandelt und hatte die Hoffnung, er geht zurück dahin. Ja, warum? Weil, ich muss das verstehen, Profis handeln Riesenvolumen. Das ist nicht wie wir. Paar Lots, zwei Lots, drei Lots, fünf hängt damit zusammen. Die Leute handeln wahnsinnige große Volumen. Und um die zu handeln, braucht man natürlich eine Gegenpartie. Und darum geht der Preis sehr oft zurück nach Niveaus, wo viel Volumen ist. Ja. Diese Zonen von Value Area, die hier, das sind oft Unterstützung- und Widerstandsniveaus. Das bedeutet, wenn der, lass uns mal davon ausgehen, dass der Preis hier gewesen wäre, ja, jetzt. Ja, dann habe ich mich immer, dann hätte ich gedacht, ja, es wird sich hier irgendwo zwischen diese beiden Niveaus bewegen, bis es natürlich ausbricht in der oder andere Richtung. Ja. Nochmals, ich kann nicht sehen, wo es hingeht. Manchmal ist die eine Richtung, ich würde mal sagen, logischer oder weniger Widerstand, dann die andere. Es ist wahr. Aber wo das hilft hier, ich nenne das immer mein Orientierungschart, ist zu verstehen, was passiert jetzt. Ja. Und ihr seht es hier, das war das Volumen von heute. Im Nachmittag hat das schon ein bisschen Aussage, im Vormittag hat das total keinen Sinn. Da muss man gestern anschauen, weil da hat man noch kein Volumen. Aber hier sieht man natürlich, dass es hier, wenn das hier rausgenommen wird, da, und kommt zurück, dann würde ich es sehr gerne weiter nach unten handeln. Hier, ich hoffe, Sie haben das gesehen, ist nichts. Luft. Wenn nur Luft da ist, was da oft passiert ist, das ist wie ein Loch. Der Preis kann so durchfahren. Ja. Wo ich natürlich, wenn ich hier nach oben gehe, ja, dann habe ich schon ein bisschen Volumen hier. Seht ihr das? Und
Das könnte ein bisschen schwieriger sein. Natürlich, wenn er das hier rausnimmt, hier nach oben, dann ist das nächste Niveau eigentlich hier. Ja, weiß ich jetzt, wo es hingeht? Nein, nein. Heute Morgen war es ziemlich logisch und dann hatten wir recht. Ich war überzeugt, er ging bis zum Pivot-Level, dieser Pink-Linie, die Sie da sehen. Er hat es nicht geschafft, aber war eine schöne Bewegung. Aber ich will nur erklären, dass man so kann man sich orientieren. Okay, ich mache hier mal sauber. Und ich denke, es geht jetzt los. Erase all drawing. Ich will manchmal ein bisschen auf Ninja-Träder gehen, manchmal ein bisschen auf Nano-Träder. Wir können auch mal rumschauen auf MT4, 5. Ist alles kein Problem. Und hier sehen Sie eigentlich das hier, meine Trading-Charts. Und ich mache das ein bisschen größer. Sehen Sie das mal? Ja. Das sind eigentlich meine Kerzen. Das sind Bewegungskerzen. Und jede Kerze hier ist ungefähr 6 Ticks, jede Kerze. Und diese Kerze ist eine Kombination von Renko Bars, absolute Spannerkerzen und Heikinashi Kerzen. Ich habe die drei miteinander programmiert. Und Sie sehen natürlich hier auch, dass ich hier verschiedene Farben habe, ja, grün und rot und so weiter. Und was kann ich damit machen? Ich erkenne damit Trends. Oder noch wichtiger, wenn keine Trends da sind. Ich denke, es ist so viele Leute, wenn sie das Tool oder wenn sie sich den Markt so anschauen, dass man versteht, dass es wichtiger ist zu sehen, wenn man nicht am besten nicht redet, dann nur immer hinter Signale zu laufen. Okay? Dann kommt immer die Frage, ja, Wim, aber du bist hier unten rechts, hast du dann eine Kerze und hier darüber hast du noch eine andere. Das ist eine kleinere. Ja, das sind zwei Dimensionen. Und jetzt kommt es, die sind eigentlich miteinander verknüpft. Ein Fehler, den man oft macht, ist, dass man Zeiteinheiten oder Kerzendimensionen miteinander kombiniert, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben. Und ich sage mal was, eine Minute mit 30 Minuten. Das ist zu weit entfernt. Ja. Leute wissen das, aber trotzdem, man versucht in verschiedenen Zeiteinheiten sich etwas anzuschauen, weil man dann sagt, ja, ich will ein so komplettes wie mögliches Bild haben vom Markt. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel 5 Minuten und ein Tageschart, das hat miteinander echt nichts mehr zu tun. Das sind zwei verschiedene Universes, das hat miteinander nichts zu tun. Und dann kommen natürlich Fehler, weil man versucht, Sachen miteinander zusammenzubringen oder irgendwo eine Logik zu finden, eine Logik, die es irgendwo nicht gibt. Aber wenn man Charts miteinander kombiniert, die eine Volatilitätsdifferenz haben von 2,53, dann ist das eine Logik. Ich erkläre es nochmal. Lassen wir sagen, Sie sind Trader auf eine Minute. Dann schauen die meisten sich auch 5 Minuten an. Lassen wir sagen, die Volatilität, die durchschnittliche Volatilität auf eine Minute ist 10. So, nur eine Nummer, dann wird die wahrscheinlich auf 5 Minuten 2,2, 2,5, 2,7 mal größer sein. Das ist die Korrelierung. Ich mache das hier mit meinen Spannen genauso. Oben steht 2 Ticks, unten steht 6 Ticks. 1 auf 3. Ja. Können das mit verschiedene, hier geht es natürlich ziemlich schnell, aber das ist die Logik. Ja. Hier habe ich jetzt auf dem S&P leider keine Bewegungen. Warum? Wie sehe ich das? Kleinen Augenblick. So. Ihr seht hier, dass ich noch immer in dieser Fair Value Zone bin und er bewegt nicht oder er macht nicht etwas. Und für mich
ist es echt erst, zeig mal was. Zeig mal was. Geh mal ein kleines Stückchen runter oder nach oben, nimm mal ein Niveau aus, zeig mal, was Käufer und Verkäufer machen. Und wenn ich das sehe, dann beginnen wir zu traden. Aber noch viel wichtiger ist, dass man nicht, ich muss sagen, fast obsessiv versucht, da jeder kleinen Tick, jene kleine Signal zu traden. Ja, dann tradet man zu viel oft. Ja, und das ist eigentlich, was wir hier versuchen zu tun. Ich mal, schau mal, ob wir da etwas anders haben mit Öl. So, das ist Öl. Genau das Gleiche. Ninja-Träne. Ja, genau das Gleiche. 30 Minuten. Und ihr seht auch da jetzt ziemlich stabiler Markt. Ja, hier, das war das Profil von gestern. Hier ist ganz viel Volumen. Seht ihr das? Aber er ist genau in diese Zone jetzt. Seht ihr das? Ich habe kein, hier auch, hier war es auch diese Zone. Das bedeutet, dass, da kann ich nicht viel tun. Ja, er muss, ja, da fragt man, okay, Wim, worauf wartest du dann? Ich würde mal sagen, das hier rausnehmen, ich würde mal sagen, hier die 85, ja, das Niveau hier, dieses Volumen rausnehmen, das wäre schön. Dann könnte es weiter nach oben gehen. Ja, das wäre mal schön. Ja, hier auch, ihr seht ja all diese Volumen, diese ganzen Niveaus hier, Value Area, die liegen alle hier. Man kann natürlich sagen, und manche Trader machen das auch, ja, aber wenn er in die Richtung von 85 geht, kann ich dieses kleine Teil, kann ich das auch traden mit einer kleinen Spanne. Ja, geht. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht so gut. Es geht. Man kann so, solche kleine Bewegungen auch mitnehmen, aber oft sind die nicht so stabil. Da muss man aufpassen. Ja. Das Einzige, was ich damit sagen will, ist, wenn Märkte stabil sind, wenn der Markt sich einig ist über ein Preisniveau, das hier sehr deutlich für Öl irgendwo zwischen 83 und 85 liegt, dann ist es für uns nicht so gut. Ja, dann warten wir. Könnt ihr dann Alarm einlegen oder und so weiter? Kein Problem. Ich kann euch auch mal zeigen, wie das dann aussieht im Chart. Kleinen Augenblick. So. Und das ist hier WL-Bar. Ja, die WL-Bars, Frage hier. WL-Bars gibt es hier auch in. Das sieht so aus. Mach mal ein bisschen schöner. So sieht es aus, sehr strukturiert. Und ich erkläre mal, was ihr hier eigentlich sieht. Diese grüne und rote Wolken, das ist die Trendrichtung. Die gelbe Linie, das ist der übergeordnete Trend nochmal. Das bedeutet, wenn die grüne Wolke über die gelbe Linie liegt und ich habe dann Signale, die auch drin programmiert sind, wenn die das möchten. Aber ich kann euch auch lernen, wie man das ohne all diese Alarme einstellt. Jeder Plattform ist so schwierig, ist es nicht. Dann sieht man, wann trade ich, wann nicht. Ihr seht zum Beispiel hier, dass diese rote Wolke über die gelbe Linie liegt. Da wird überhaupt nicht gehandelt, weil alles nicht perfekt steht. Und wir handeln nur, wenn echt die Signale da sind. Ja. Und ihr seht hier jede, und das funktioniert mit Öl echt sehr schön, man kann da, weil es ist ein sehr stabiles Instrument, sehr stabiles Produkt, und das bewegt sich schön in Wellen und so weiter. Wir sehen es natürlich jetzt nicht. Ihr seht, es geht ziemlich seitwärts und ich muss da warten, bis etwas kommt. Aber jeden Markt, Aktien, Rohstoffe, kurzfristig, listig, Bewegungskerzen, Zeitkerzen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Erkennen, wo bin ich? Dann habe ich einen Trend. Ist der Trend stark genug? Wird der Trend stärker? Welche Richtung? Steht alles gut in eine Richtung? Und dann kommen die Strategien, die Signale.
Die Strategien, die immer zurückkommen, und ich hoffe, wir bekommen hier ein paar Signale, Korrekturen, Impulsbewegungen, Breakouts, Umkehrbewegungen, das sind so die Strategien, die immer zurückkommen und die sieht man natürlich visuell ziemlich einfach so. Ist natürlich immer die Bewegung, ja, die brauche ich natürlich. Ich gehe mal hier auf dem S&P, ob das passiert, ja. Und hier ist es ein bisschen. Ihr seht hier, da wird, ihr seht es hier, mein Cursor wird die Unterseite, Moment, hier mal aktivieren, das Ganze, kleinen Augenblick. So, mal ganz mein Hub. So, deaktiviert. Dann schalte ich das ein und dann können wir ein bisschen traden. Ja. So, ich trade immer mit in semi-automatisch, mache das in Ninja Trader genauso. Das funktioniert eigentlich heute mit jeder Plattform. Ja. Und wenn ich da klicke, kann ich komme ich direkt im Markt rein, trade oft mit ein Lot oder zwei Lots. Ihr seht, da oben geht es sehr schnell. Man muss sich da natürlich ein bisschen anpassen an die Volatilität. Was meine ich damit? Es gibt Minimalwerte dafür. Das bedeutet, wenn der Markt sehr volatil ist, muss man diese Kerzen ein bisschen vergrößern. Dafür gibt es ein paar Tricks. Der Trick, den ich da immer gebe, ist eine Minute. Die Volatilität von einer Minute teilt man durch drei. Das ist schon ziemlich schnell. Für Leute, die scalpen, die sehr schnell handeln, und das geht auch, ja, würde ich teilen durch 5 oder 6. Schneller, muss man ganz ehrlich sein, geht nicht. Ja. Wie sieht es dann eigentlich aus? Ich würde mal sagen, im Vormittag, ja, wenn man auf DAX schnell handeln will, da würde ich sagen, 3, 4 Punkte wäre da das Minimum. Wenn man im Vormittag S&P handeln will, da wäre das Minimum 2 Ticks. Das geht, weil das ist nicht zu viel. Das ist, wie es jetzt steht. Im Nachmittag sehr oft würde ich sagen, S&P 5, DAX geht noch, hier 5, Dow machen auch viele, würde ich sagen, im Nachmittag 10 Punkte. Ja, das sind Minimalwert. Anders geht es zu schnell. Alles, was langsamer gemacht wird, ist perfekt okay. Ja, man kann dann auch, wenn man es noch ein bisschen langsamer macht, kann man verschiedene Instrumente benutzen. Gute Frage hier, Öl, ich nehme da auch 2 Ticks. Ja, hier ein Tick ist 0,025, Gerd, da nehme ich 0,05. Geht eigentlich sehr, funktioniert eigentlich gut. Hier wird mal sehen, ob ich da ein Signal bekomme. Er geht weiter nach unten, ist gebrochen. Und ich warte jetzt hier, bis er mir eine kleine Korrektur gibt darüber. So, nochmal da. Ich kann meine Order jetzt, ja, er ist ein bisschen drüber. Ich stecke meine Order rein. Und ich warte jetzt, bis er nochmal nach unten geht. So, da stehe ich. Und jetzt warte ich. Und ich antizipiere meinen Einstieg. Da, bumm, bin ich rein. Und jetzt geht es nur darum, um meinen Verlust zu minimisieren oder minimalisieren. Bei uns ist es minimalisieren. Ich habe hier kein Ziel, ich lasse es laufen. Und ihr seht hier, ich drücke der mögliche Verlust raus. Auch was oft Leute ein bisschen überrascht sind dadurch, dass ich eigentlich nur mit meinen Verlusten, sicher im Nachmittag, wenn es schnell geht, bin ich eigentlich nur mit meinen Verlusten beschäftigt. Die will ich hier aber, das ist ein Break-Even, ja, nichts gewonnen, nichts verloren, aber es geht eigentlich darum, und ich habe das früher schon für 6, 7 Jahre, wenn ich das erste Mal so mal ein bisschen Live-Training gemacht habe, die Leute erklärt,
dass ich es immer mit Zentimeter handle und dass ich sage, ja, ich riskiere hier eigentlich Einzel und will dann versuchen, 3, 4, 5 oder 8 Zentimeter, wenn es noch mehr ist, noch besser zu verdienen. Und das ist eigentlich das ganze Geschäftsmodell. Ja. Ihr seht hier, wird mein Hintergrund wird grün und das ist nicht gut. Seht ihr das? Diese Bande werden grün, das ist nicht gut. Muss jetzt wieder rot werden, wie jetzt. Ja, gut, schön. Und dann kann ich wieder handeln. Ja. Und ich bereite vor, er muss mal ein bisschen zurück. Ich will hier nicht einsteigen. Ich brauche einen kleinen Rücksetzer. Ich weiß genau, ich will einen kleinen Rücksetzer und dann steige ich ein. Ja. Bin hier auch ein bisschen, schaue ein bisschen auf Öl hier, meine Ölgeschichte, wenn die vielleicht läuft und so weiter. Ui, ich will hier nicht meinen Einstieg verpassen. Ja. Hier kann ich runter. Da seht ihr, ich stehe unter diese Triade, so also heißt man das. Wieder kurz nachziehen, diese Triade, seht ihr das hier, um so wenig Risiko wie möglich zu nehmen. Ja, man kann das größer machen, dann verliert man natürlich oder tradet man weniger, ja, verliert man nicht so oft, aber dann sind auch die Möglichkeiten oder die Opportunitäten nicht zu groß. Es ist ein Geschäftsmodell, das habe ich, darüber habe ich dann schon oft Fragen gehabt und das will ich euch mal erklären. Wir machen das heute am Ende, für die letzten 10 Minuten zeige ich euch das mal, dass ihr versteht, was das Geschäftsmodell, wie das aussieht. So, jetzt sehr schön, hat hier getestet, geht wieder zurück nach des Vortages tief, sieht jetzt grün aus. Und dann ist die Frage, will ich jetzt long handeln? Und bitte, jetzt sind wir da. Ihr seht hier, und das ist immer das Problem. Seht ihr, da habe ich Volumen. Seht ihr das? Da. Hier liegt das Vortagestief. Dagegen, nach oben, will ich nicht handeln. Auch nicht, wenn ich nachher sehe, oh, das hat sich schön bewegt, ich hätte es trotzdem machen sollen und so. Nein. Es gibt da bestimmte Regeln und natürlich funktionieren die nicht immer. Aber wenn man die Regel, das Regelwerk echt korrekt ausführt, dann wird man dafür belohnt. Ja, ist immer schwierig, um zu drehen und zu reden. Und habe ja ein paar Fragen, kleinen Augenblick. So, machen wir so, habe ich den Einstieg wieder verpasst jetzt? Ja, hier kommt dann noch mal ein. Ja, hier sehe ich, da ist ein Einstieg. Hier unten seht ihr das? Ja. Und jetzt warte ich. Seht ihr hier rechts unten? Ne? Das sehe ich jetzt. Ja. Und jetzt lege ich meine Order da rein. So. Warte. Und wenn er durchfällt, habe ich da einen Einstieg. Wenn nicht, ja, dann nicht. Ja. Dann ist es so. Aber hier, so, das ist echt, was ich jetzt tue, sind eigentlich kleine Scalp-Bewegungen und wir sehen uns das mal an. Ja, da läuft er, seht ihr das? Ja, und kein Ziel, ja, ich hoffe, er fällt durch. Was ich auch tun kann, und das erkläre ich euch später, ich kann schneller, wie soll ich das sagen, meine Gewinne nehmen. Dann gewinne ich öfter, aber verdiene ich weniger. Ich erkläre euch das später. Ja, so, jetzt stehe ich mal ein bisschen zu drin da und wir gehen hier mal, lass das mal laufen und schauen uns hier nochmal Öl an. Ja, seht ihr das? So, und was würde ich hier, was sind jetzt Signale? Lass uns, weil wir haben jetzt leider nichts. Ja, was sind hier eigentlich gute Einstiegssignale? Ja, das sind die. Hier ist alles, das ist eigentlich Schrott hier. Oh, ich nehme eine andere Farbe, ein bisschen deutlicher. So, kann ich da, kleinen Augenblick. So, gelb. Ja, das ist besser. Das ist hier eigentlich, das ist Schrott hier, das ist alles seitwärts. Ja.
Dann kommt er auf einmal hier nach oben und dann hätte ich sehr gerne, wenn hier die Farbe wechselt, wäre ich da sehr gerne eingestiegen. Er hat es nicht gemacht. Kommt zurück, ist wieder Schrott hier, alles seitwärts, geht nicht. Ja. Und dann macht er hier die erste Bewegung nach oben, kommt dann zurück. Das wäre ein Einstieg gewesen. Das ist zu weit entfernt. Hier seht ihr diesen Farbenwechsel in die grüne Wende. Das ist auch diese Bewegung. Die wäre schön gewesen. Hier auch, das ist, und das müsst ihr verstehen, ich versuche einzusteigen in die Nähe oder in die grüne Bänder, weil das Zentrum von die totale Bewegung liegt eigentlich hier. Und natürlich, wenn ich da weit entfernt von diese Bänder einsteige, dann bin ich eigentlich zu weit. Ich mache das nur bei Markteröffnung, wenn ich sehr starke Impulsbewegungen erwartet um 9 Uhr oder um 3:30 Uhr, dann will ich das nochmal riskieren. Aber hier eigentlich, wenn der Markt so läuft und hier kommt er dann zurück, ja, und da könnte es einen Farbenwechsel geben und das wäre dann nicht schlecht. Aber sehr wichtig, das zu verstehen, dass wie Märkte bewegen, die gehen weg, die kommen zurück, die gehen weg, die kommen zurück und desto mehr, dass wir das natürlich am Zentrum handeln können, desto besser. Moment. Ja, nur um diese Wolke zu erklären, gute Frage. Es ist eigentlich eine Trendwolke, wo ich eigentlich zwei Dimensionen miteinander kombiniere. Das bedeutet, man braucht eigentlich nicht mehr, sich zwei Charts anzuschauen. Man sieht eigentlich die Trendrichtung in zwei verknüpfte Dimensionen. Und wenn man das eingibt auf Minutenbasis oder Spannenbasis oder Tagesbasis, das System passt sich automatisch an. Leute, die daran Interesse haben, ihr könnt das sicher auf meinem YouTube-Kanal finden unter Super 5 System, gibt es für verschiedene Trading-Plattformen. Ja, kleinen Augenblick. Versuchen hier mal da. Hier hatten wir einen kleinen Gewinn mitgenommen und ja, hier bin ich noch immer hier. Das sieht hier ein bisschen grün aus, hier rot. Ich will überhaupt, und ihr müsst das verstehen, es kommt überhaupt nicht in Frage jetzt, um long zu handeln. Auch nicht, wenn ich ein Signal dafür habe. Ja, nur Shorts. Ja. Nur Shorts, weil ich hoffe oder ja, erwarte, wäre schon stark ausgedrückt, aber ich würde mal sagen, hier, das könnt ihr auch sehen, das natürlich, ja. Und wenn ich dann hier Signale bekomme oder hier, kann ich die Hand. Ich muss ganz ehrlich sagen, das bewegt sich hier stark hin und her, seht ihr das? Warum will ich hier jetzt nicht handeln? Seht ihr zwei Tiefs, die genau die gleiche Tiefe haben. Und es ist absolut nicht toll. Und auch, seht ihr das? Das ist seitwärts. Seht ihr das? Nicht gut. Ja. Nach oben kommt nicht in Frage. Das bedeutet, Wim, was willst du jetzt? Sehr einfach. Du musst runter, dann zurückkommen und dann kann ich es versuchen. Wenn ich das nicht bekomme, kann ich nichts machen. Ja, und es ist nicht immer so, aber es ist manchmal so. Und dann ist es so, so wichtig, dass das deutlich zu sehen, vielleicht mit visueller Hilfsmittel oder nicht, und die Finger davon zu lassen. Weil wir machen alle gute Trades. Ja, wenn Marktbedingungen gut sind, schaffen, wie gestern zum Beispiel, dann gestern Abend, schaffen natürlich die meisten Leute es da, Geld aus dem Markt zu ziehen. Das ist natürlich so. Aber es ist in Augenblicken wie jetzt, wo der Markt ziemlich seitwärts geht und die Bewegung ist, dass man natürlich viel von diesen Gewinnen zurückgibt und mehr. Und in Märkte, die nicht bewegen, man kann das nicht voraussehen, man kann es erkennen, denke ich, und man kann auch dafür sorgen, dass man da nicht zu viel Geld verliert.
Und darum, ich komme zurück auf was ich vorher gesagt habe, weniger. Zauberwort ist für viele Leute ist weniger. Ja, ich gehe hier nochmal auf Öl und Öl dreht jetzt nach unten. Sehr interessant. Schön. Und hier ist es genau so eingegeben. Ja, da könnte es, seht ihr, ich zeige euch das mal hier. Seht ihr? So. Ihr seht hier, da wo mein Cursor ist, das Hoch ist tiefer wie dieses Hoch und hier ist die Value Area, die eigentlich jetzt getestet wird und die brechen könnte. Und dann könnte es hier eine kleine Bewegung geben, natürlich wieder nach diese 83 und in diese 83, wenn wir das mit zwei Ticks handeln, das könnte gehen. Ja, das wäre durchaus möglich. Mal sehen, ob wir das hier schaffen. Hätte gerne. Was wäre hier der gute Einstieg gewesen? Den habe ich natürlich verpasst. Es ist da. Seht ihr das? Bewegung nach unten. Korrektur. Farbwechsel da. Das war die ideale Bewegung. Hier treten. Eigentlich nicht gut. Warum? Zu weit entfernt vom Zentrum. Die Bewegungen, wo ich handeln will, ist da. Das drehen und dann hoffe ich, geht er dann, ja, 83 liegt dann hier viel tiefer. Aber ich will natürlich einen guten Preis bekommen. Und da will ich, dafür will ich in die Nähe vom Zentrum ein. Verstehen Sie? So kann man das sehr einfach erkennen. Was ich vom Bund Future finde, eigentlich ausgezeichnet, ist super. Und finde ich mit Öl bunt eigentlich auch. Natürlich ist es für ein Webinar nicht so toll. Warum? Weil das Ding, diese Instrumente bewegen sich natürlich nicht immer. Aber darum auch, dass diese Tools sind mit Alarme ausgestattet und das dreht dann, ich kann euch, das seht ihr nicht, aber ich drehe es so mal, da dreht normal mein Rechner im Vormittag und da drehen die Alarme. Und mit Bund Future ist es auch toll, weil das sind sehr stabile Produkte. Und wenn ein Signal kommt, es sind oft gute Signale. Die kommen nicht sehr oft, nicht so oft wie mit diese sehr nervösen Instrumente wie Nasdaq auch andere. Das sieht natürlich sehr sexy aus, aber das ist auch sehr nervös und da hat man auch verschiedene Fehlsignale. Und darum bunt ist sehr gut. Eurostoxx auch. S&P im Vormittag sehr gut. Nasdaq auch im Future im Vormittag sehr gut, sehr stabil. Viele Leute haben bessere Ergebnisse bei mir im Vormittag auf Nasdaq. Warum? Weil das Ganze, ja, ich würde mal sagen, nicht so verrückt hin und her springt. Damit muss man aufpassen. Ja. Gut, hier habe ich, er muss noch immer zurück. Ja. Er muss noch immer zurück. Er muss noch immer zurück. Ja, hier dreht es dann auf MT4, MT5. Geht genauso. Ja. Ich habe hier Forex-Paare. Ihr seht das auf 5 Minuten. Das sind die ähnliche visuelle Vorstellungsformen, die kann man handeln. Hier habe ich Gold mal drauf, hatte auch Apple vorher und das muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert eigentlich sehr gut. Beim Bund auch, es ist so, wie die Einstellungen sind. Wenn man verschiedene Instrumente zusammenhandelt und man ist am Rechner, man ist am Büro, man sitzt davor, dann finde ich es sehr gut, als Referenz, Chart 5 Minuten zu nehmen. Du nimmst 5 Minuten, du nimmst die ATR von 5 Minuten und du teilst die durch 2,53. Und das ist die Größe von deiner Kerze. Das ist ein Trick. Das muss ich ganz sagen, funktioniert. Und man kann im Tag zum Beispiel sehr locker, ich sag mal was, am besten Instrumenten nehmen, die nicht zu viel korreliert sind. Könnte zum Beispiel Öl nehmen, DAX, Bund
und zum Beispiel Pfund, Dollar. Pfund natürlich verknüpft mit England und so weiter. Da hat man vier total verschiedene Instrumente. Viele von meinen Studenten machen das auch mit Aktien. Dann nimmt man keine 5 Minuten, kann man Tagesbasis nehmen, Stundenbasis. Funktioniert auch. Im Nachmittag natürlich ist ein ganz anderes Thema. Dann hat man natürlich eine viel größere Auswahl. Hier seht ihr endlich, ist es mal ein bisschen tiefer gegangen und da kann ich rein. Ja. Seht ihr, warum ich hier eingestiegen bin, ist, weil er hier auf 3.774 ganz runter hier ein bisschen tiefer gegangen ist. Das bedeutet, er hat mal einmal gezeigt, ich will hier, ich gehe dann hier über meine Triade, da muss ich rüber und dann sehen wir mal, wie das läuft. Ja, diese Position kann ich hier auf die Seite stellen. In Öl beginnt es jetzt auch zu bewegen. Wir sehen mal, was hier passiert. Hier, das Problem, das ich habe, ist, ich will eigentlich, dass er wieder zurückgeht in die rote Wende. Das will ich. Ich hätte da, an diese Stelle, hätte ich einsteigen müssen. Ja. Es ist zu spät. Ich laufe dem Markt nicht hinterher. Er muss zurück. Ich kann unmöglich, das ist wahr, gute Frage. Tradest du die Momentum-Strategie nicht hier auf dem Band? Ja, absolut, tue ich, sicher. Aber das tue ich bei Markteröffnung direkt nach Nachrichten oder so etwas. Wenn ich eine sehr große und starke, ich würde mal sagen, Volatilität erwarte, dann tue ich das. Aber wenn ich natürlich in so eine große Bewegung schon bin hier, ja, wie hier, das läuft ja schon nach unten in die letzten, ja, wie lange ist es? Viertelstunde in diese kleine Spanne, dann ist es zu spät. Leider. Ja. Nur muss man kein Webinar machen und reden zusammen. Ist keine gute Kombination. Aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Ich hätte hier gerne das gehandelt oder das gesehen. Zum Beispiel, wenn er das macht, kommt mal zurück, geht dann nochmal zum Beispiel hier wieder rein und dann wäre ich dann gerne hier sehr gerne eingestiegen oder da nochmal eingestiegen. Versteht ihr? Ja. Habe ich einen besseren Preis? Ja. Hier steht zu weit weg, zu teuer oder hier für Short Trading zu billig. Ja. Okay. Moment. Okay, es geht weiter. Wir schauen es uns weiter an. Kleinen Augenblick. Ja, er will noch nicht zurück. Ich habe hier auch eine andere Spanne. Auch gute Frage. Ihr seht das hier. Moment, mach mal sauber. Erase all drawings. So. Und hier auch. Das sieht alles sehr schön nach oben aus. Ist hier rot geworden. Ja. Und dann natürlich kann ich beginnen, auf meine kleinere Spanne auch Short zu handeln. Aber ich muss absolut das Einstiegssignal haben. Ja. Und das habe ich leider nicht. Ja. So. Kleiner, jetzt stelle ich mal zurück. Ja. Hier sind wir noch immer drin in das Ding hier. Ja, ich sehe es weiter. Hier seht ihr es. Ich sehe es echt nach unten gehen. Darum bin ich drin. Kann hier diese Triaden benutzen, um meinen Stop nachzuziehen. Da das Risiko absolut kleiner machen. Es sind echt kleine Risikos, ja, im Abstand, weil nur eine Bewegung brauche ich hier. Ja, nur eine und keine außergewöhnliche Bewegung, eine normale Bewegung und dann kommt das zurück. Was mich auf das andere Ding bringt, das kann ich jetzt mal tun, das will ich euch unbedingt mal erklären und ich mache das auf meinem Whiteboard. Wo ist der hier? Kein Augenblick. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, Whiteboard. Ja, so. Geschäftsmodell.
Ja, lass uns mal sagen, wir machen 80, 100 Trades, 80 Gewinner, 20 Verluste, Scalping. Ja. Wenn man gewinnt, weil man tradet nur für zwei, drei Ticks, das sehe ich konstant, solche Geschichten, ja, dann man sagen, man verdient zwei Ticks, das ist $10. Und wenn man dann mehr gewinnt, das geht dann so schnell, verliert man 10 Ticks, das ist dann $50 minus und es ist dann eigentlich immerhin hier minus 1000 plus 800 und dann habe ich noch keine Kosten bezahlt. Das Ding funktioniert nicht, das geht nicht. Ja. Was viele Leute schaffen, ist dieses Modell, wo man dann sagt, hey, mit einer vernünftigen Analyse sehen, wo es hingeht, das wird dann auch diese Preisanalyse, wird dann die Leute beigebracht, wo man dann sagt, ja, ich kann 60% meiner Trades gewinnen, 40% von meiner Trades verliere ich. Ich habe ein Risiko, ich mache es mal einfach jetzt, ich habe ein Risiko von $100. Wenn ich das Money Management, und ich erkläre euch das, das habt ihr von mir schon oft gesehen, wo ich meinen Stop unter die Triade setze und dann spiegel ich das erste Ziel nach oben und das andere Ziel geht dann mit, würde ich mal sagen, kann man ungefähr 50% mehr verdienen im Durchschnitt, dann was man verliert. Das würde dann bedeuten ungefähr 150. Ja. Das ist hier dann, wenn man das alles zusammenzählt, das ist 9.000 auf 100 Trades. So, minus 4.000. Lass uns mal sagen, dass ihr damit mit ein Lot Future Gap Position, dass es $6 pro Trade ist. Dann habt ihr dann noch 600 Kosten. Das ist 5.000. Das ist dann 4.400 Gewinn. Oder $44 pro Trade. Expected Value. Was man erwarten kann von einem Trade. Das bedeutet, wenn Sie in dieses Geschäftsmodell sind, das ist eigentlich nur das, was ich mit meinen Studenten tue, um dafür zu sorgen, dass man da ein Geschäftsmodell hat, eine Analyse, Strategien und natürlich dieses ein Tagebuch, was ich dann auch zur Verfügung stelle, um diese Sachen aufzuschreiben, dass man wenigstens sieht, was bringt das oder wie viel verliere ich? Weil das ist eigentlich die erste Frage, die ich immer von Leuten bekomme. Ja, Wim, was kannst du jetzt verdienen mit Daytrading? Wie viel bringt das? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? So, ja, das hier ist etwas, das viele Leute schaffen. Warum? Weil das Money Management so aufgebaut ist, dass es Vertrauen gibt. Warum? Weil 55, 60% von seiner Trades kann man gewinnen. Die Herausforderung hier ist, nicht zu viel zu traden. Ist, wie Sie es von mir heute gesehen haben, oh, es sieht nicht gut aus, es ist nicht perfekt, ich trade nicht. Das ist eigentlich hier, was wir lernen. Aber jetzt kommt das andere Geschäftsmodell, wo man eigentlich, wie Sie es ein bisschen von mir gesehen haben heute, was ich oft im Nachmittag tue, ich bin nur mit meinen Verlusten beschäftigt und wo ich meine Verluste so klein wie möglich habe. Das Nachteil davon ist, dass man sehr oft rausfliegt und wieder einsteigen muss. Das bedeutet, das Geschäftsmodell hier ist leider, nicht leider, aber ist mental schwieriger, wo man 35% von seinen Trades gewinnt und 65% von seinen Trades verliert. Dann sagt man schon, was für eine Katastrophe ist das? 65% von meinen Trades verlieren. Nicht, weil man in die schlechte Richtung ist, aber weil der Stop eigentlich sehr nah und die Verluste sehr kurz, ich würde mal sagen, kontrolliert werden. Aber wie sieht das Geschäftsmodell aus? Die 100 Verluste, die ich hier mache im Durchschnitt,
Die mache ich hier nicht, weil ich ziehe meinen Stop viel schneller nach und dann habe ich ungefähr nur einen Verlust von minus 50. Und jetzt kommt es. Hier tue ich keine Teilverkäufe, zum Beispiel. Ich kenne die Zahlen, ich kenne die mit die verschiedenen Kombinationen und Money Management und Strategien. Ist der Gewinn 4,55 mal größer. Das bedeutet, ich habe hier 2,25 im Durchschnitt Gewinn. Wie funktioniert das eigentlich? Das bedeutet, dass sehr oft ich auch nur 50 oder 100 verdiene, aber manchmal auch 800, 900 und 1000. Durchschnitt davon ist 2,25, 4,5. Manche machen mehr als 5. Wenn ihr das alles ausrechnet, dann kann ich versichern, dass man über 44 ist. Das bedeutet, hier habe ich 80% Gewinner und verliere ich Geld. Hier habe ich Recht und verliere. Hier habe ich sehr oft habe ich den Trade verloren, aber durch ein bestimmtes Money Management, ja, verdiene ich wesentlich mehr. Nein. Ich will euch nicht überzeugen, jetzt um zu sagen, ihr müsst unbedingt das System von rechts machen und nicht das System in die Mitte, weil es gibt verschiedene Systeme dazwischen noch. Aber ich will nur sagen, dass um von Trading ein Geschäft zu machen, dass jeder wissen muss, wenn er seine Analyse, wenn er seine Strategien, wenn er seine Systeme handelt, was sein Expected Value ist. Und einmal, dass man das natürlich ja, sieht oder selbst, weil ich kann es 100 Mal. Aber wenn die Leute sich natürlich das sehen, hey, das ist, was es bringt, und natürlich wird das erst in Demo gemacht. Ja, so kommt das an. Das ist ein Geschäftsmodell. Und so kann man auch, ich würde mal sagen, diese Systeme oder diese Dinge durchhalten. Ja, es gab im Trading-Bereich nicht viel. Ich habe hier noch immer, es geht hier noch immer ein bisschen nach unten, aber habe hier leider keinen Einstieg bekommen. Ja, hier auch MT4 habe ich noch mal, sorry, MT5 habe ich noch mal reingeschaut. Da war auch nichts. Würde mal sagen, morgen bin ich in Zürich. Nächste Woche bin ich auf die WOT. Wenn es Leute gibt, die mich da treffen möchten, bitte schreiben mir nur eine kleine E-Mail und ich habe schon verschiedene Termine, aber wenn ihr mal über diese Sachen reden will, ich bin auf die WOT morgen und bitte schreibt mir nur eine kleine E-Mail über meine Website mytradeglass.com. Ich denke, für heute bin ich durch. Ja, nochmals danke für Ihr Interesse. So viele Leute, das freut mich immer. Und würde sagen, toi, toi, toi mit das Trading. Ich hoffe, ihr habt heute etwas mitgenommen und weiter schönen Tag noch und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.